Hallo und herzlich willkommen zu Basmati und diesmal wieder mit Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Ja, wir haben ja den ersten Fall schon lange abgeschlossen und sind jetzt dabei, einen verschwundenen Zug wiederzufinden. Ja, ich muss mich erstmal wieder reinfinden. Ich bin zwar immer noch erkältet, aber habe jetzt auch ein bisschen länger nicht mehr gespielt. Und muss mich mal so ein bisschen in die Spielmechanik wieder einfinden. Fortfahren. Also hier waren wir gewesen. Das weiß ich noch. Muss mal gerade den Sound ein bisschen höher stellen. Weil sonst bekomme ich nichts mit davon. Okay, gucken wir mal gerade noch auf die Hinweise, die wir alle... Chesterfield sind wir jetzt. Was ist unser aktueller Auftrag? Lösen Sie das Rätsel um den verschwundenen Zug. Finden Sie heraus, was der Sonderwagen des verschwundenen Zuges transportierte. Ach genau, das Experiment wollten wir doch machen. Ein wertvoller Versicherungsschein für einen Prototypen mit der Bezeichnung autonomer Stromgenerator. Genau, die Versicherung. Deswegen fahren wir Butlington und fragen mal diesen Heini da, ob der tatsächlich Versicherungsbetrug begehen wollte. Was ich eigentlich nicht glaube. Der sah mir sehr reich aus. Aber in der Zeit kann ich mir ja nochmal in die Herleitung gehen. Und mal gucken, was er darauf antworten wird, wenn ich ihn mit dem Schein konfrontieren werde. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Ja, ich weiß auch nicht, wie ein ganzer Zug verschwinden kann. Ach genau, da sitzt der Typ ja noch. Fragen wir ihn einfach mal. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from doing. I apologize for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. Okay. I see that you kept your grip sack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. Okay. Quite a character. We should learn more about him. Okay, dieses Reisegepäck hatten wir ja in der letzten Folge schon mal gesehen. Ich muss den Sound noch höher stellen. Ich weiß nicht, was heute los ist. 70. Ist immer noch sehr leise, aber egal. Okay, wo war der Lagerraum nochmal? Ich glaube hier. Nee, das war nicht. Warehouse. Das ist doch ein Lagerhaus. Sieht aber auch nicht nach Gepäck aus. Sondern eher nach so Arbeitsutensilien. Ich finde es echt immer wunderschön, wie Watson mir folgt und mir dumm im Weg rumsteht. Hier war ich noch gar nicht drin. Kann ich mich auch gar nicht erinnern an diesen Raum da. Railway post bags. Oh, wo ist denn jetzt dieser Lagerraum da? Drüben vielleicht? Da war ich auf jeden Fall auch noch nicht drin. Och, da sollte ich vielleicht nicht hingehen.
Darf ich zumindest noch nicht. Weil immer wenn das Spiel will, dass ich irgendwo nicht hingehe, dann öffnet es die Karte. Da sollte ich auch nicht hingehen. Da ist ja kein Gepäck drin. In dem Raum war ich eben drin. Hier waren wir auch schon drin. Oder ist das da sein Gepäck gewesen? Ja, ich bin die ganze Zeit dran vorbeigelaufen. So einen schicken Koffer. This gripsack belongs to Mr. Robinson. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Of course. Ha, ich glaube, so rechtens ist das hier nicht, was wir hier machen. Es ist wieder so ein kleines Rätsel dran. Okay, zwei Anfangsdinger. Und geschafft. Offen ist das Ding. Diese Minispiele machen schon Spaß. Okay, was ist da drin? Look, Watson, Vertrag. Very suspicious. We should study. Exklusivvertrag über den Verkauf des Prototypen. An exclusive sales contract. Mit wem? Ist eine, noch mal eine Kopie davon. Yet another exclusive. Mr. Robinson is the seller. Der hat ganz viele Käufer, Kaufverträge. Mr. Robinson is the seller. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. Das wäre natürlich ein Motiv. Er hat es einfach mehrere verkauft und jetzt sagt er, ja, er ist verschwunden. Er ist einfach ein Betrüger, der Typ. Reden wir mal mit Watson. Das frage ich mich allerdings auch. So, jetzt wird er zur Rede gestellt. I will not move from here until I receive my refund. It's a scandal, an absolute outrage. Ja, mit den Nadeln haben wir schon geredet. Von daher würde ich sagen, probieren wir die Situation wiederherzustellen. Und zwar ist der Zug ja aufgetaucht. Man hat die Lichter gesehen, man hat das Tuten gehört, aber er war weg. Und das Experiment wollen wir nachstellen. Und einfach mal gucken, da. Sonderwagen. Robinsons Motiv. Robinson ist ein Opfer. Na, ich wäre eher dafür. Aber ich muss abwarten, was es, was das Zugexperiment mir sagt. The entire train has disappeared. It's a disaster. Aber wirklich. Eine Reihe Werkzeuge gefunden. Achso, das hatten wir alles ja schon. Zusammensetzung vom Zug. Sicherungsschein. Wo soll ich das machen?
Ich weiß ja nicht, wo die Sachen sind, die ich wieder zusammensetzen soll. Hier drin vielleicht. An old locomotive bell. Ja, hier war ich ja schon. Also hier kann es nicht sein. There was a building here not so long ago. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Aber wo soll dieser Wagen stehen? Das wird's ja wohl kaum sein. This Robinson fellow seems suspicious. Ja, das habe ich ja schon alles gesehen, aber ich gehe jetzt noch mal alle Bahnhöfe durch und versuche da irgendwas zu finden. Was uns da irgendwie einen Hinweis geben könnte. Entschuldigung. Hier sollte ja eben schon auch nicht hin. Wo könnten diese Teile sein? Hier auch nicht. Es kann ja nur am Ursprungsort sein. Don't touch anything, please. Ah, der Typ ist er ja. Sie ist nix, hier haben wir schon alles durchsucht. Gehen wir mal nach Chesterfield. War ich hier schon drin? Ja, stimmt, hier waren diese. Da habe ich die Weinflaschen auch drin gefunden. Und hier ist doch der Wagen, genau. Das habe ich gesucht. I should use the appropriate object here. I should use the appropriate object here. I should use the appropriate object here. Ja, das stimmt. I should use the ja, sehr gut. Ich will den Abschnitt nicht überspringen, aber ich konnte jetzt nicht irgendwie. So,
Hat sich nichts geändert. Now here we have the fake train that we saw approaching Evesham Station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient, Watson. I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. Ja, klar. We need to attach a headlight and a steam whistle. Ja. So, haben wir alles gefunden? Hupe und Licht. Das ist jetzt eigentlich alles da. Gehen wir nochmal dahin. Dann haben wir doch unseren Zug. The long pole is now attached. It will allow us to connect the headlight. Genau, oben drauf setzen. The headlight is attached. The steam whistle is now connected. Holmes, what can we do to make the steam whistle work? It is elementary, my dear Watson. We shall need a fire extinguisher. Feuerlöscher. The fire extinguisher. Now let us see what we have here. Ha. Perfect. First of all, let us pump the pressure inside the extinguisher. The steam whistle is ready to... Alles funktioniert. Das Licht geht und die Pfeife geht. Also es kann möglich gewesen sein. I believe that we have created an exact replica of the train that vanished in front of us last night. The criminal mind can be most inventive. I am somewhat in awe. So such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspected it. Huh. At any rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surroundings. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver. Ja, kommt bestimmt nicht so gut an, aber wir haben jetzt eine neue Verknüpfung, die wir zusammenbringen können. Und das führt uns schon mal in die richtigere Richtung. Die richtige Richtung, okay. Gut, abgeschlossen hätten wir das, können wir hier raus. Weil dann müssen wir ja zu unserer Kutsche. Weil da haben wir unser Archiv dabei. Now we have two maps. We must combine them properly. Okay. Das sah doch nachher aus. Ja, 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 ganz ruhig, ganz ruhig. Oder? Naja, nicht wirklich. Könnte denn die Zugstrecke hier verlaufen? Hier. Ach, das... Unfassbar hakelig gerade, echt. Perfekt. There is a side branch to the railway. Its first switch is located between Bridlington and Chesterfield stations. There is one more station to be visited. It is located between Chesterfield and Evesham, and there should be a side railway to the nearby quarry. There is a small section of a railway at the end of Evesham Station.
Gut, dann haben wir ja einen Anhaltspunkt, wo es weitergehen könnte. Und zwar müssen wir dann... zu diesen beiden Punkten hier gehen. Das sind zwei mögliche Bahnhöfe, wo der Zug sein könnte. Genau, untersuchen von den Nebengleisen. Hätte man auch vorher drauf kommen können. Aber das war ja im Plan so gar nicht eingezeichnet, dass da Abzweigungen sind. Okay, gut. Hier geht dann wohl das Gleis ab. Und der Kutscher hat keinen Bock mehr, uns zu fahren. Aber da sollen wir anscheinend auch nicht hin. Wo denn dann? I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Ich denke, wir sollen zur Mine gehen. Wir sind doch bei der Mine. Also da sollen wir nicht lang. Und hier rein sollten wir auch nicht lang gehen. So. Wohin denn dann? Da geht's doch ab zur Mine. Oh Mann. Ja, dann halt zuerst zur anderen Mine. Das kann's ja auch nicht sein. Den Bahnhof da. Mal gucken, was da so passiert ist. Untersuchen Sie das Nebengleis, das bei der Eisenbahn... bei der Eisenbahnweiche beginnt. Von Chesterfield und Arisham, das zum Steinbruch geht, führt. Okay. Look, there's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking. Ja, das wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Ich will ins Wasser gehen. Ehrlich gesagt gerade irgendwie gar nicht, wo ich hin muss. Okay, ist jetzt noch nichts zu erkennen. The railway ends here. That is strange. Ja, hier hört's einfach auf.
Nur weiter kann man hier nicht fahren. Also zum Zug entführen ist es relativ schlecht. The rail is rusted. The rail is a fake. Sie ist lange kein Zug mehr gefahren. Aber das funktioniert. Also ne, hier war keiner. Da bin ich mir sicher. Oh, sehr schöne Aufnahme hier. Da würde ich sagen, wenn wir hier an so einem schönen Ort schon sind, beenden wir hier mit diesem wunderschönen Bild die Aufnahme. Und ich hoffe, euch hat es gefallen und den nächsten Bahnhof untersuchen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.